Makalorangab. Wir sind zurück bei Super Kirby Clash. Und das heißt jetzt nur noch eins, wir haben neue Passwörter für euch. Ja, einmal wurde, oder wir haben heute sogar zwei für euch. Aber wir fangen natürlich mit dem Monatspasswort an. Für Juni gab es jetzt endlich das neue. Und das hat die Silify. Ja, schon schön vorgelesen. M-A-G-O. L-O. R-A. Da. N-G. A-R-B. Arp. Und wie beim Monatspasswort üblich gibt es hier natürlich nur wieder, also was heißt nur, ist ja auch schön, 10 Äpfel. Und wir haben aber noch ein zweites Passwort für euch. Aber bevor man dazu kommt, es gibt ja auch japanische Passwörter, die man einsetzen kann und theoretisch, oder die meisten davon sogar unabhängig von der europäischen Variante sind. Falls euch interessiert, wie man die eingibt und was es da für welche gibt, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Und wenn da welche zusammenkommen, dann machen wir auch mal ein Video darüber. Genau, dann würden wir euch zeigen, wie ihr eure Tastatur auf Japanisch umstellt, wo die Zeichen zu finden sind, wie ihr sie eingeben müsst und wie ihr dann wieder zurück auf Deutsch umschalten könnt. Genau. Kommen wir aber dann zu dem zweiten Passwort, was wir noch haben. Das gibt es eigentlich schon eine ganze Weile, ist uns nur so ein bisschen untergerutscht. Allerdings, da das ein Jahr lang gültig ist, ist das gar nicht schlimm. Es ist nämlich noch bis zum 21. Februar 2021 übrig. Und das haben die Entwickler von diesem Spiel Hall Laboratory, ich glaube, so spricht man die aus, rausgegeben aufgrund ihres 40-jährigen Firmenjubiläums. Ja, und das Passwort dazu ist einfach ihr Firmenname. Das ist also sehr naheliegend. Wer sich übrigens für die Firma interessiert, die sehr viele Nintendo-Spiele auch schon entwickelt hat, die haben auch eine Seite eingerichtet, wo man das 40. Jubiläum ein bisschen feiert und ihre größten Spiele auch sich nochmal anschauen kann. Gibt es auch einiges von Pokémon, was die gemacht haben für N64-Zeiten. Okay. Auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und es gibt je 6 Fragmente und 8 Äpfel. Also gerade wer noch nicht so weit ist im Spiel, für den ist das auf jeden Fall nützlich. Wir alle brauchen Äpfel. Egal, ja, Äpfel, wie weit es ist. Äpfel auf jeden Fall. Aber Fragmente braucht man ja nun nicht mehr, weil wir haben ja mehr als genug Fragmente. Wie man oben sehen kann. Ein paar. Das wäre es aber für heute auch schon. Und wie gesagt, bis wollt ihr japanische Monat. Dinger wissen, schreibt das, dann machen wir auch vor dem nächsten Monat nochmal ein Video mit den aktuellen japanischen Codes. Bis dahin sagen wir tschüss!